Kiwi will sich einen Fruchtsaft zusammenmischen. Dazu nimmt er ein Viertel Liter Orangensaft, einen halben Liter Kirschsaft und ein Achtel Liter Wasser. Und jetzt fragt er sich, wenn er alles zusammenmischt, wie viel Liter kommen dabei überhaupt heraus? Und dazu muss Kiwi ungleichnamige Brüche addieren und subtrahieren können. Kiwi schreibt sich die Rechnung einmal auf. Es heißt also ein Achtel plus ein Halb plus ein Viertel. Dabei denkt sich Kiwi, wären alle Nenner gleich, könnte ich wie vom letzten Video bei gleichnamigen Brüchen einfach die Zähler addieren. Und genau das können wir auch machen. Wir können nämlich mit Erweitern und Kürzen alle Brüche auf den gleichen Nenner bringen. In dem Fall würde sich 8 anbieten. Jetzt habe ich natürlich ein Achtel, das bleibt stehen und jetzt muss ich ein Halb in Achtel umwandeln. Unten mal 4, dann bin ich bei Achtel, also auch im Zähler mal 4, dann bin ich bei 4 Achtel. Hier im Nenner und im Zähler jeweils mal 2, auch Achtel. Und jetzt kann ich wie beim letzten Video vorgehen und einfach die Zähler zusammenzählen und es kommt raus 7 Achtel. Genauso geht es auch beim Subtrahieren. Wenn ich zum Beispiel 2 Drittel minus 1 Sechstel subtrahieren will, muss ich beides auf den gleichen Nenner bringen. Hier würde sich zum Beispiel die 6 anbieten. Im Nenner und Zähler muss ich also mit 2 multiplizieren und dann kommt 4 Sechstel heraus minus 1 Sechstel. Also kann ich wieder die Zähler subtrahieren und insgesamt sind es 3 Sechstel. Und genauso geht auch das Addieren und Subtrahieren von ungleichnamigen Brüchen. Man muss sie eben erst gleichnamig machen durch Kürzen und Erweitern und danach kann man einfach die Zähler addieren bzw. subtrahieren.